befinden uns im Anflug auf Los Santos mit Franklin und damit für... It's Franklin, man. I'm following the architect. Ach, der hat immer noch seine Mission. Genau, wir sind in der nächsten Mission drin. Wir müssen den Architekten dort holen. Immer noch die Pläne für das FAB-Gebäude. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play GTA 5. Hey, stupid! You can't be on here without a hat! Jo. Yeah, thanks a lot. Hey, site inspection. Architect on site. Genau, das wollten wir, das müssen wir auch noch machen. Ja, nach einer Folge mit Michael, nach einer Folge mit Trevor geht es jetzt heute weiter. Auf jeden Fall die dritte Aufnahmefolge mit Franklin. Und wir fangen den Architekten, der die Pläne für das FAB-Gebäude hat. Das, was wir demnächst angreifen werden. Vielleicht sogar, na, diese Folge noch nicht wahrscheinlich, aber vielleicht nächste Folge. Ich weiß noch nicht, was diese Folge noch machen. Those idiots drilled the new caissons on the west side. Moment, ich muss mal gerade ganz kurz die Schalte ein bisschen weiter hoch machen. The bedrock ends there. We need caissons on the east side. Ah, no drama. It's a government contract. We'll be paid till completion. I ain't taking a fall for this screw up. It's a government contract. No one's taking a fall. Except the government. So, einmal kurz den Aufzug betätigen. Oh, look, it's the great RT. Study him and study him hard. I was gonna wipe my ass on him. That's the engineer's plans. Mine you treat like a religious text, remember? I don't know you. I thought I had final approval on all personnel. Call 911! He's armed! Ich hab doch nicht mal eine Waffe! wo sind die jetzt hin? Ach, der ist unten. Olle, komm hier. Ich habe noch nicht mal was gemacht. Oh Mann, das läuft heute wieder alles schief. Ah, super. Irgendwie will das gerade gar nicht wollen. Als ich das habe, ich dachte, ich könnte hier durchkommen. War mir klar, du hast den Architekten verloren, das war mir... Ach, Mann, das klappt heute aber wieder super gut. Na, versuchen wir es nochmal. Oh, look, it's the great RT. Study him and study him hard. I was gonna wipe my ass on him. That's the engineer's plans. Mine you treat like a religious text, remember? Yeah, that's it. So. Dann machen wir diesmal das. This guy. Anyone know this guy? Hey man, you ain't meant to be here. Ah, verdammt. Nein, nein, nein. Oh, Gott sei Dank. So, verlass die Baustelle. Oh, Alter, was für eine Scheiße. Ich hoffe, dass die Kopf nicht schnell genug hier oben sind. Ja, die Aufzüge sind ja immer noch da. Eigentlich hoffe ich, dass ich mich ein bisschen klar verstecken kann. Ich hoffe, dass sie hier nicht hochkommt. Das wäre gut. Aber drei Sterne sind nicht so super. Und dann fahre ich gleich mal schön mit dem Aufzug runter. Oh, oh, die sind alle ausgestiegen. Kommen zu Fuß. Hoffentlich reicht das. Hoffentlich sind die, bis die, hoffentlich sind die Sterne weg, bis wir hier oben sind. Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Lust, mich hier mit dem Kopf irgendwie rumzuschlagen noch. Das haben wir ja schon mit Trevor die ganze Zeit gehabt.
Was? Scheiße, Kopfsetter. Wo sind die denn jetzt wieder hin? Der Heli oder was? Ich glaube, die stehen eh unten, ne? Die kommen eh nicht hoch. Ich hab mich in der Schule gesehen. Hat er mich in der Schule gesehen, der cool Typ? Jetzt haben wir eine Lücke im Dach, ne? Ah, ich hoffe, dass wir jetzt endlich kommen, weil ich scheiße hatte. Warte mal, gab das hier im Online-Modus, dass ich den Lester mal anrufen kann? Nein. Kontakte Lester. Ich muss Lester mal anrufen. Warte mal, es kommt im Online-Modus, kommt das auch immer gut. Klappt nicht. Ja, das ist super. Adios, bye bye, Heli. Ja, die sind jetzt alle unter mir, hoffentlich, ne? Ich hoffe nicht, dass keiner von denen jetzt hier hochkommt, weil sonst haben wir ein Problem. Findet. Ich hoffe, dass sie ohne den Aufzug nicht hier hochkommen können. Und der Aufzug ist hoffentlich noch oben. Komm. Habe ich schon mal gesehen. Ich weiß nicht, wo. Wieso zählt die mich immer? Ich verschwinde mal auf die andere Seite. Das könnte. Hier liegt noch der Architekt. Ich muss. Also, die haben uns. Die sehen uns nämlich. Ah, jetzt bin ich noch ein Heli, oder was? Oh, verschwindet von mir, Alter. Ich meine, sie wissen, dass ich hier bin, aber... Ich wollte eigentlich nicht mehr in deren Reichweite sein. Ich kann jetzt eh nichts machen. Die Frage ist, kriegen wir die jetzt los? Sind die jetzt weg, wenn wir unten sind? Weil die Mission geschafft ist, oder was? Oder müssen wir sie noch ganz so abhängen? Die sind weg. Oh, das ist überraschend. Gut, dann haben wir die erledigt. Ich hätte es jetzt nicht erwartet. Ich hätte jetzt gedacht, wir hätten... Ach, schade.
Das ist schade, aber ich bin froh, dass ich jetzt weg bin. Gut, dann haben wir. Ja gut, die hinten sind noch Cops. Aber die lassen wir jetzt gerade mal außen vor. So, dann müssten wir aber eigentlich jetzt alles erledigt haben, Mission hier, ne? Wo ist denn der Wagen? Da ist der weg. Das heißt, wir können uns hier die Karre klauen. Und dann verschwinden wir mal von dem Gebiet. Ach, hier steht unser eigenes Auto, glaube ich, noch. Wir gehen jetzt zur Textilfabrik. Sorry, wenn das Verzerrte gerade ein bisschen länger gedauert hat. Ja, die Cops in Los Santos, die sind immer ein bisschen speziell. Gut. Nein, diesmal bitte nicht wegen mir. So. Ach, Michael ist schon hier. So. Ah, it's Craig. Hey, you got him? Of course I do, homie. Here. Thank you. So, all good? Sure, homie. So is this shit for real? We just gonna rob the FIB and be allowed to walk by your boys like that? Yeah, I don't fucking know. Probably not. All right, Lester, what do you got? I don't quite know yet. Give me a minute. I'm not a fucking computer. Oh. Oh. Oh, maybe I am. Here's what I think. We have two options. The new security software goes into containment mode in case of emergency, you know, earthquakes, mudslides, acts of God. So we could plant some firebombs. They go bang, the emergency call goes out, we hijack it, show up as firemen, and then we grab the containment drive. Or we could hack the system on site. We'll go in by air. Hope we don't run into too much physical resistance. Sounds relaxing. Either bombing our office ran by a division of corrupt government psychos or defeating one of the world's most complex security systems using our worthless-ass ninja skills, huh? Yeah. Eeny, meeny, miny, mo. If you favor the firebomb containment drive option, you'll go in with that janitor's ID you picked up. It'll be at night when most of the workers are off. You mop the place and plant the bombs where we need them. Seriously? I got a mop? Yeah, yeah, you really do. They'll clock you on the cameras if you're play-acting. You also need a fire truck to show up in when the bombs go off, and a getaway car stashed in a quiet place near the bureau so you could torch the truck and get out. The car doesn't have to be anything special. There shouldn't be any heat. Well, what about the other way, with the ninja skills? Now, you choose that route, you won't be using the janitor's gear, but we had to cover all the bases. Your FIB paymasters will have to provide you with a chopper and a pilot. Now you fly way up above the building, parachute in, and gain access through the roof here. Now you'll need to be armed to the teeth, mind you, just in case the shit goes down. Mopping or parachuting? Wow, you're making this choice really difficult. Now Haynes has given us the leftover money from the Polito job to pull this mission, and the crew will be paid out of that. We keep the change. So, what's it gonna be? So, da ich relativ schlecht bin im Fallschirmspringen, das ist überhaupt nicht mein Teil, werden wir uns mit Methode A wahrscheinlich, werden wir uns wahrscheinlich mit Methode A irgendwie zufriedenstellen. Oder? Machen wir doch B. Wer weiß. Wir sehen uns in der nächsten Folge.